Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, im Titel steht ja keine Grenzen, oder meine, nee, nicht keine Grenzen, sondern meine Grenzen. Was damit wohl gemeint ist, ich weiß nicht, so der ein oder andere kann sich vielleicht denken, aber ich habe auch mal wieder meine Grenzen so ein bisschen kennengelernt. Hat sicherlich nichts mit dem Spiel zu tun, es hat nichts damit zu tun, dass es hier heute Mauerringe gibt. Also falls ihr noch nicht auf dem Händler wart, heute gibt es Mauerringe. Es hat auch nichts damit zu tun, dass die Clanspiel-Rewards mal wieder grottig sind. Naja, es geht so. Ich meine, immerhin gibt es was zu erspielen. Ja, so muss man es ja auch sagen. Immerhin gibt es was zu erspielen und ich habe auch eine Herausforderung angenommen. Nimm mal die neue Karre. Hier ist ja mal eine neue Herausforderung. Jetzt gerade nach dem Update kommen hier vermehrt so ein paar neuere Sachen rein. Nimm auch mal wieder dunkle Truppen, auch die neuen dunklen Truppen und so weiter. Aber alles nacheinander. Ja, wo sind eigentlich meine Grenzen gesetzt? Tatsächlich haben mich Leute darauf angesprochen, warum ich letzte Woche das 0x-Turnier nicht mitgestreamt habe. Tatsächlich habe ich den wahren Grund, ich hab ein bisschen rumgedruckst, so muss ich mal sagen. Denn ich mache das lieber so, als dass ich da jedem da so einen Ultraschwank erzähle, warum jetzt ausgerechnet der Toto das nicht mitmacht. Ich war sogar angemeldet dort. Ich war erst angemeldet, aber es geht übrigens hier rum, um den Nolex Cup, der ja hier in mehreren Etappen gezeigt wurde, mit Gruppenphase, glaube ich. Viertelfinale, ich weiß gar nicht, wurde die Gruppenphase hier auch schon bestreamt? Ja, ich glaube, die wurde aber auch bestreamt. Und dort war ich auch gemeldet zu Anfang, muss ich ganz klar sagen. Und hat mich natürlich auch interessiert. Cooles Turnier, gar keine Frage. Nur irgendwas hat mich dann abgeschreckt, beziehungsweise wo dann halt meine Grenze ist oder wo meine Grenze vielleicht zu scheinen sein. Also vielleicht spinne ich jetzt auch total rum. Vielleicht sagt er am Ende, komm Toto, du übertreibst wie sowas von. Aber ihr wisst, wir haben schon dieses Jahr viele Turniere gespielt und in den allermeisten Turnieren gibt es auch Sponsoren. Also heutzutage läuft ja fast kein Turnier mehr, ohne dass es was gibt. Ja, entweder Geld oder Sachpreise oder was auch immer oder Base-Buildings oder weiß der Geier, Fanpakete, T-Shirts. Das DCM-Shirt übrigens habe ich jetzt mittlerweile auch bekommen, ziehe ich die Tage mal an im Stream. Und dort gab es dann einen Sponsor, der war noch nicht ganz zu Anfang ersichtlich. Er kam dann erst so im Laufe der Zeit rein, wo ich dann gesagt habe, Mensch, das kann ich nicht machen. Denn wie sagt mein Bruder immer so schön, Thorsten spielt hier ein Kinderspiel, wo man Barbaren schubst. Ja, wo man Barbaren schubst und die Zuschauerschaft sicherlich vieler Clash of Clans, ich sag mal so YouTuber, Streamer oder was auch immer, ist sicherlich auch manchmal ein bisschen jünger. Ich bin, denke ich mal, schon einer der etwas älteren Generation und vielleicht wird auch auf mich mal mit dem Finger gezeigt, so nach dem Motto, was macht der alte Knacker denn da? Ja, was zeigt er euch da? Und genau da wollte ich eigentlich hinzielen, denn Sponsor dort hat nichts mit, ich sag mal so, hat eigentlich nichts in dem Sinne wirklich mit Clash of Clans zu tun. Also es gibt keine Bases, es gibt keine Fanpakete, es gab natürlich Knete, keine Frage, und es gab dann noch 5 Pakete vom Sponsor, und aber immerhin koffeinfrei. Ja, also es handelt sich um ein Pharma-Startup. Und da war ich nicht mit einverstanden, denn ich kann jungen Zuschauern nicht erzählen, Leute, hier nehmt die Pillen und ihr könnt besser Clash of Clans spielen oder ihr könnt euch besser konzentrieren und das sogar ohne Koffein, ja, was dann bei euch im Magen zergeht, diese kleine Plastiktablette, mein Gott. Das kommt hinten auch wieder raus. Es ist nicht so schlimm, das ist unerforscht. Es gibt nichts darüber zu lesen oder was auch immer. Nebenwirkungen etc. Und ich wollte dann auch vermeiden, dass unter Umständen am Ende genauso was vorkommt. So nach dem Motto, der Toto bewirbt dort ein Produkt. Mein Junge nimmt dieses Produkt und dem geht es plötzlich ganz, ganz schlecht. Und dann fragt der sich natürlich, oder die Mutter sich oder der Vater sich, von wem hast du das? Und ja, der hat das da beworben und der nimmt das auch und das kann ja nur gut sein. Der kann ganz toll Clash of Clans spielen hier und ich weiß, das ist jetzt ganz, ganz weit hergeholt unter Umständen, aber da hatte ich meine Zweifel und bin eigentlich dann im Vorfeld schon dort ausgestiegen, auch mit so ein bisschen Stress und so, nach dem Motto Toto, ja, du verstehst das Ganze gar nicht, das sind ja, die sind ja koffeinfrei, hurra, ja klar, Monster, Red Bull, die sind auch alle mittlerweile koffeinfrei, aber die haben noch ein bisschen mehr Zucker drin. Also
sowas kann ich nicht machen. Und ich glaube, sowas habe ich auch noch nie gemacht. Ich mache Werbung, wo es geht, auch für die Turniere und so weiter. Das wisst ihr aus meinem Overlay und benenne die auch im Chat. Aber dann hat das auch was so ein bisschen mit dem Spiel zu tun. Okay. Es gibt auch ein T-Shirt-Link bei mir, ja, oder so ein Sponsor. Das hat jetzt vielleicht auch nichts mit dem Spiel zu tun, aber man kann sich ja nette T-Shirts über das Spiel drucken lassen oder mit seinem Logo drauf oder Clan-Logo oder was auch immer. Ja, ihr wisst schon, wo ich hin will. Also das konnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass ich mich vor eine Kamera setze und sage, Leute, hier, das ist gut. Ja, so in etwa. Und es konnte mir auch keiner weismachen nach dem Motto, lass mal eben in die Suche gehen. Nach dem Motto, Toto, du musst das gar nicht bewerben. Ja, du musst das gar nicht nennen, du musst nur streamen. Das habe ich demjenigen auch nicht abgenommen, denn es gibt ja einfach mal von Sponsoren auch, ich sag mal so, ganz klare Order, was die gerne hätten. Und natürlich möchte ein Sponsor im Stream benannt werden und natürlich möchte man auch sein Logo sehen, damit man sich daran erinnert, an das Produkt. Und wenn man denn mal darauf kommt, dann kann man sagen, Mensch, das habe ich schon mal gesehen und ich weiß, was es ist. Ja, also wie gesagt, ich hatte dort hart meine Zweifel und das ist eigentlich der Grund. Und das ist meine Grenze gewesen, so ein bisschen, dass ich das nicht bestreamt habe. Oh, der ist schon kalt. Oh. Naja, und egal. Egal ist aber nicht diese Truppe hier, die ich hier habe. Das ist eine ganz funny Truppe, muss ich sagen. Damit hat jemand getrippelt, nicht von uns, sondern vom Gegner. Und deswegen, man probiert ja manchmal des Gegners Truppe so aus, was die denn so kann. Und ihr seht, ich habe 10 Unsichtbarkeitszauber dabei. Oh, die ist schön engmaschig hier, die Base. Ich habe 10 Unsichtbarkeitszauber dabei. Ein paar von den neuen Magiern und nur ein paar. Und ein paar von den Eisgolems. So, okay, dann gehen wir mal rein hier in die Base. Nicht lang schnacken, nicht Kopf in den Nacken. Ich weiß, ich hole auch immer gerne mal so ein bisschen im Stream aus, wo ich dann auch mal so ein bisschen anders rede. Manchmal sage ich ja auch, Leute, nicht vulgär reden hier, dafür bin ich verantwortlich, ja. Und sondern sage dann eher, haltet euch zurück. Seid vorsichtig mit gewissen Sachen, das wisst ihr selber. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles Kokolores oder so, aber ich denke mal, einiges ist an der Stelle nicht gut angebracht und ich fand, das war jetzt nicht gut platziert dort. So, ich muss den mal eben in die Verlängerung hier nehmen. Und was hat denn der Gegner eigentlich mal gemacht? Der hat immer die Helden unsichtbar gemacht hier. Der hat immer die Helden unsichtbar gemacht, denn da sind ja noch ein paar unterwegs. Perfekt, sehr schön. So, das machen wir mal ganz brav weiter, denn die gehen richtig viel geschnitten Brot hier durch. Okay, mein Royal Champion ist natürlich jetzt ein bisschen weiter vorne. Den können wir aber nochmal in die Pflicht nehmen hier. Und meine Queen dort, noch nicht gezündet. Perfekt, der Warden ist auch noch dabei. Sehr schick, nochmal die Queen. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, Leute. Was das für eine Taktik ist, oder? Und genau das gleiche, was ich jetzt mache, hat der Gegner auch gemacht. es ist nicht normal. Tut mir leid, es ist echt nicht normal, die Taktik. Und unsichtbar geht's dann auch. Also das ist jetzt nicht irgendwo dahergeholt oder so. Ich habe es wirklich bei uns gestern Abend im Clankrieg gesehen, wie jemand genau mit der gleichen Truppe gedreiert hat. Und Heieieiei. Completed. Ach so, okay, das war das eine Spiel. Ich musste nur 3 Sterne holen, alles klar. Ich dachte jetzt, ich müsste schon wieder so unendlich viele Sachen machen. Aber es gibt wieder schöne Sachen mit echt vielen Punkten. Und so ein paar Hexen können wir übrigens auch mitnehmen. 3 Sterne, 2 Witches. Ja, das können wir machen in 8 Stunden. Dann nehmen wir die gleiche Truppe nochmal. Aber wir nehmen jetzt mal hier ein paar weniger mit. Wie viel mussten wir hier haben? 1, 2, 3 Sterne, 2 Witches, 2 Hexen. Das kriegen wir hin. Vielleicht kriegen wir noch eine mehr hin. 1, 2, 3, 4 Hexen vielleicht. Ja, wir kriegen sogar 4 Hexen hin. Perfekt. Okay. Hier ist es jetzt nicht ganz so dolle.
Gif, 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 pass, 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 pass. Alles klar. Ich springe mal auf den nächsten Account, Leute, weil ich wollte hier heute mal nicht boosten, also machen wir wenigstens noch einen Angriff, haben ja heute viel geredet und deswegen springe ich mal auf den, ich würde sagen, auf den anderen 13er gerade, denn der hat auch ein bisschen was zu tun. Okay, Freunde, so, ich muss immer ein bisschen gucken, dass ich auch ein bisschen Mucke für euch im Hintergrund habe, aber für Mucke gibt es ja genug Musikkanäle. Okay, wir sind hier auf dem anderen 13er, der muss hier heftig spielen. Wenn ihr übrigens noch keinen Charakter habt, mit dem ihr nicht wisst, wo kann ich die Clan-Spiele effektiv mitspielen, hier im Clan Herausforderer könnt ihr das gerne machen, denn wir sind im Moment nicht so viele und hier gibt es auch so ein paar Offline-Kandidaten und ich will jetzt nicht ganz bezweifeln, dass wir es nicht schaffen, aber ich würde es ganz gerne schaffen, auch wenn ich jetzt eben gesagt habe, ja, die sind ja nicht so gut, die Rewards hier, ja, ich weiß, aber sie sind immerhin Rewards und den mit dem Sprungzauber können wir eigentlich mitnehmen. Ein Jump, 8 Stunden, perfekt. Alles klar. Und dann könnt ihr die Clan-Spielpunkte hier bei mir im Clan-Herausforderer erspielen. Oh, gleich erster Klick hier. Oh, nett. Nett, nett, nett. Nehmen wir den auch mit? Ja, den nehmen wir auch mit. Ich habe so eine ganz, ganz ähnliche Truppe. Okay, die 5 Schweinereiter sind, glaube ich, Spendentruppe. Und das mache ich jetzt mal so. Das muss ich jetzt mal so machen, das ist mir dann doch ein bisschen zu nahe. Guck mal, das ist eigentlich eine ganz gute Ecke hier. Da kann man den, glaube ich, ganz gut laufen lassen. Mal eben schauen. Ja, das sieht ganz gut aus. Okay. Ach so, ich habe hier noch die Eus-Magier. Alles klar. Dann nehmen wir ihn auch dahinter. Einmal ein Bäcker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komm, mach das mal weg da. Das Lager vielleicht von denen erledigen. Schnell mal meine Helden setzen hier, dass die ein bisschen mit reingehen. So, oh, da geht das. Da, ach, ich habe gar keinen. Oh, Toto. Toto ist ganz schlauer mal wieder, ne? Ganz schlauer Kerlchen. Ganz schlaues Kerlchen. Er ist gar kein Sprungzauber mitnehmen hier. Warum auch? Warum auch? Was kann ich denn hier eigentlich heilen? Hier hinten vielleicht und dort. Warum sollte ich hier auch Sprungzauber mitnehmen? So, da nochmal, kurz nochmal in Wut gebracht. Ah, der Scattershot ist aber auch fiese, ne? Oh, gerade so ein Stern geholt, ein Sternchen. Mehr war es gar nicht. Okay, da muss ich mir doch vielleicht eine andere Flanke aussuchen. Aber immerhin, das Dunkle auf Null. Das brauche ich auch immer noch für meinen Champion und ab und zu mal ein bisschen für die dunklen Truppen. Denn ich hatte ja, glaube ich, gestern auch schon gesagt, jeden dritten Tag 50.000 Dunkles hier. Da kommt auf jeden Fall keine Langeweile bei Clash of Clans auf. Und deswegen nehmen wir den mal. Na komm, kriegen wir den auch noch? Ah, den kriegen wir auch noch. Perfekt. Ja, ein bisschen haben wir ja was geholt. Wenn auch nicht ganz so viel. Aber mal sehen. Ich baue jetzt hier auch mal die Unsichtbarkeitstruppe. Die Unsichtbarkeitstruppe hatte natürlich kein Sprungzauber dabei, ne, glaube ich. Kein Sprungzauber dabei. 10, 11. Dann hatten wir hier, glaube ich, noch 1, 2, 3, 1, so. Und dann machen wir das mal anders. Mit dem hier nehmen wir doch einen Sprung mit. Dann schauen wir, das spielt hier ja gar nicht. Hier haben wir jetzt einen Sprung bei. Okay, aber ich denke, ich brauche eh zwei Angriffe nachher. Und dann nehmen wir hier viel von denen. Ich weiß, sie sind erst 1, aber mal gucken. Level 1, 3,75 Sekunden. Ist ja schon eine ganze Weile, ne? Mal sehen. Bitte im Moment nicht stören. Und dann wisst ihr wenigstens den Grund. Ihr kennt jetzt den Grund meiner Grenzen. Mann, ey. Entschuldigt bitte. Immer muss man sich hier aufregen. Wenn ich schon sage, jetzt im Moment nicht, weißt du, dann kommt trotzdem die Frage, ne? Ich finde es immer scheiße. Naja, egal. Ja, wo meine Grenzen sind, das sind jetzt nicht meine Grenzen. Ich schneide das jetzt auch nicht raus oder so, das ist mir jetzt auch egal. Das wollte ich eigentlich nur dazu gesagt haben. Und aber dennoch, ich meine, ich hab mir den Cup ja auch angeschaut, so hier und da. Und habe mir das ein oder andere Spielchen dann auch angeguckt, je nach Begegnung. Und ich denke, war ein cooler Cup. Und bis auf das, was für mich jetzt so ein bisschen an der Sache störend war, das muss euch aber nicht stören. Also ihr müsst jetzt nicht meiner Meinung sein. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ist das jetzt von mir aus in Ordnung? Und die anderen haben das ja alle gemacht. Oder haben die jetzt kein Herz oder kein...
kein Skrupel, alles für die Zuschauer? Oder wie verhaltet ihr oder wie würdet ihr euch da verhalten? Also könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben. Ihr schreibt ja eh immer so wenig bei mir unten rein, aber vielleicht habt ihr da ja mal eine Meinung zu. Alles klar? Dann würde ich sagen, bis dahin, bleibt entspannt. Bis die nächsten Tage. Euer Toto. Clashed.